Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Ja, meine Urlaubswoche ist vorbei und die erste Maiwoche auch. Und es war unglaublich kalt, unglaublich nass und was soll ich sagen? Der Mai ist eher noch ein April und ich hoffe, ja, dass es jetzt langsam mal rauswärts geht, dass der Frühling kommt. Es gab so ein, zwei schöne, sonnige Momente, wo man richtig gemerkt hat, das Gemüt, das tut einem gut. Aber naja, es gab zudem diese Woche auch, was den familiären Krankheitsfall angeht, ein paar gute Neuigkeiten, sodass da direkt mal 1000 Steine vom Herzen gefallen sind. Aber ja, es ist noch nichts Endgültiges, es liegt noch ein langer Weg vor uns und dementsprechend geht es mir schon besser als die Woche vorher, aber so richtig, das normale Leben ist noch nicht eingekehrt, sage ich jetzt mal so. Vielleicht kommt das nächste Woche noch ein bisschen normaler, wenn man einfach wieder auf Arbeit geht und sich da vielleicht dann einfach nochmal anders ablenkt, als man es vielleicht zu Hause macht. Ja, da müssen wir jetzt einfach mal so ein bisschen abwarten und gucken. In meiner Urlaubswoche habe ich 4 Bücher gelesen. Ich hatte diese Woche mega Lust zu lesen und ich habe wirklich jeden Moment genutzt. Egal ob ich im Auto irgendwo Beifahrer war und wir irgendwo hingefahren sind oder einfach zu Hause dann auch in meinem frisch renovierten Schlafzimmer oder dann eben auch auf dem Balkon, wenn es mal eine Stunde sonnig war, habe ich das überall so ein bisschen genutzt und habe wirklich auch meine Lust auf die Bücher, auf die Geschichten genutzt. Und ja, ich finde 4 Bücher überhaupt nicht schlecht. Darunter das erste Buch, 7 Minuten nach Mitternacht, hier in meiner Hardcover-Ausgabe. Ja, die Kamerageile ist wieder da. Das ist typisch. In meiner Hardcover-Ausgabe, wo ja der Schutzumschlag fehlt, was ich aber nicht weiter schlimm fand, hatte ich gelesen, weil ja seit Donnerstag der Film auch in den Kinos läuft. Gibt dazu auch ein kleines Gewinnspiel, dazu erzähle ich später noch ein bisschen was. Und ich natürlich demnächst auch in den Film möchte und da vorher auf jeden Fall das Buch gelesen haben wollte. Dann habe ich von Laura Labers den zweiten Teil gelesen, Ein Thron aus Knochen und Schatten. Mir hatte ja der erste Teil unglaublich gut gefallen. Es ist eine spannende Dämonendystopie, wenn man so möchte, etwas Fantasy-mäßiges, was mir wirklich unglaublichen Spaß gebracht hat. Und habe mich jetzt sehr auf den zweiten Teil gefreut und ich glaube, ja, der Abschluss, an dem schreibt sie jetzt, an dem Abschluss der Trilogie, und freue mich da sehr drauf. Dann ging es weiter mit dem neuesten Buch von Laura Kneidl, Water and Air. Auch hier sind wir jugenddystopisch unterwegs in einer Welt, wo es eben die Wasserkolonien und Luftkolonien gibt. Und das wurde von mir auch diese Woche gelesen. Ja, jetzt halte ich es, ohne irgendetwas zu sagen, einfach mal in die Kamera. Ja, ich habe tatsächlich Paper Princess von Erin Watt gelesen. Ja, dazu dann auf jeden Fall später mehr. Zudem möchte ich Ihnen ein bisschen was zu den Mind-Magazinen erzählen, die ich in den letzten 2-3 Wochen gelesen habe. Und auch, wie gesagt, so ein bisschen was zum Gewinnspiel. Und mal gucken, was noch mir sonst ein bisschen auf meinem Zettel eingefallen ist. Ja, das erste Buch ist aber nun 7 Minuten nach Mitternacht von Patrick Ness, welches es als Taschenbuch aktuell für 9 Euro gibt, in der Kinoversion oder eben auch in der ganz normalen Version. Es ist bei Goldmann früher erschienen, also meine Ausgabe ist von Goldmann. Mir fehlt hier der Schutzumschlag, ich hatte das, glaube ich, gebraucht bei Medimobs oder Rebuy bestellt. Aktuell ist die Ausgabe bei CBJ erschienen, also zwar in der Random House Gruppe, aber innerhalb eben in einem anderen Verlag. Meine Ausgabe hat 216 Seiten. Und das Buch habe ich schon lange auf der Wunschliste gehabt, weil mich die Thematik, wenn es um Krankheiten, Verlust und die Sicht von Kindern, also diese Geschichte so geschildert wird, eigentlich sehr angesprochen hat. Als ich dann Anfang des Jahres gesehen habe, dass das Buch verfilmt wird und dass die Verfilmung in diesem Jahr herauskommt und auch so, ja, beim Kino durchblättern sozusagen mir gedacht habe, Mensch, da wäre doch vorher auf jeden Fall das Buch dran, hatte ich es mir bei Rebuy bestellt, leider ohne Schutzumschlag, das stört mich aber persönlich nicht. Und habe jetzt eben diese Ausgabe, so wie sie aussieht. In der Geschichte geht es um Connor, der zusammen mit seiner Mutter alleine lebt. Der Vater hat die Familie früh verlassen, hat seine eigene Familie in den USA irgendwie neu gegründet. Und Connors Mutter ist sehr, sehr krank und er ist ein tapferer kleiner Junge,
der das irgendwie hinnimmt und beide ja noch nicht so recht wahrhaben wollen, dass es wohl so die letzte Zeit ist, die sie gemeinsam haben. Und eines Tages taucht dann eben die Großmutter von Connor auf und die Mutter muss ins Krankenhaus. Und ja, wie das mit der kindlichen Fantasie manchmal so ist, bildet er sich anfangs ein, dass 7 Minuten nach Mitternacht ein Monster aus dem Garten mit ihm spricht. Ja, dieses Monster ist aber doch sehr real und möchte ihm 3 Geschichten erzählen. Und die 4. Geschichte muss dann von Connor kommen und sie muss die Wahrheit sein. Und das klingt jetzt erstmal relativ unspektakulär, ist es aber überhaupt nicht. Die Geschichte ist sehr tiefgründig und befasst sich wirklich sehr mit den Gedanken von Connor und eben diese Verbindung zu seiner Mutter, zu seiner Großmutter, sogar zum Vater, der ja nur sehr wenig in seinem Leben da war und auch jetzt nicht wirklich eine große Hilfe ist. Und aber eben zu diesem Monster, das ihm Geschichten erzählt, die ja ihm nicht ganz so gefallen und auch er nicht versteht, was er für eine Wahrheit erzählen soll. Und diese Tiefgründigkeit fand ich großartig beschrieben. Es ist eine Geschichte, die sehr schnell vergeht, die sehr lebendig ist, die wirklich sehr schnelllebig auch ist und die einen aber wirklich mitnimmt in die Tiefe. In die Tiefe der Gefühle von Connor, in seine Ängste, in seine Wahrheit und man wirklich das Gefühl hat, man kommt aus dieser dunklen Geschichte gar nicht mehr heil raus. Denn irgendwas passiert in einem und ich weiß nicht, ob es an meiner aktuellen Situation einfach liegt oder einfach auch an der Wirkung der Geschichte. Ich fand es wirklich teilweise sehr beängstigend und auch angsteinflößend. Und ich meine, ich bin jetzt ja jemand mit über 30 und habe nicht vor Monstern vor meinem Fenster irgendwelche Ängste oder dass unter meinem Bett irgendwas ist, außer vielleicht Pennywise. Das wäre natürlich schon gruselig, aber das ist natürlich was ganz anderes. Aber dieses Buch hat einen wirklich im Herzen getroffen und ein ganz komisches Gefühl in einem zurückgelassen. Und das fand ich wirklich toll gemacht. Und das auf etwas über 200 Seiten, was ja jetzt gar kein dickes Buch ist, kein Buch ist, das sich lange mit Gefühlen oder so aufhält. Aber alleine wie Connor uns als Kind diese Geschichte schildert, die Krankheit seiner Mutter und dann eben auch so, dass die Mutter eben sterbenskrank ist und man das relativ früh schon erfährt, fand ich einfach Wahnsinn. Und ich habe da drin aber gemerkt, dass Kinder einfach anders mit Tod und Krankheit umgehen und so weiß man es ja vielleicht auch noch von sich selbst oder sieht es an den eigenen Kindern oder ne, dass das einfach noch ein bisschen entspannter ist, als umso älter man wird und man einfach weiß, dass eben der Tod eben einfach Abschied heißt und die Hinterbliebenen halt die sind, die damit umgehen müssen und gar nicht der, der im Grunde stirbt. Auch wenn wir in diesem Fall eine Mutter haben, die das natürlich auch nicht gut findet, gar keine Frage. Eine Geschichte, die mich wirklich berührt hat, mitgerissen hat und ich auch in 2 Tagen gelesen habe. Und ich mich jetzt sehr auf den Film freue und sehr gespannt bin, wie der umgesetzt wird. So ein bisschen Angst habe ich vor dem Film, denn der Trailer ist schon ziemlich überzeugend, wie ich finde, und hat mich schon im Kino so mit einem Tränchen versehrt und ich weiß nicht, ob ich den Film ohne Taschentücher schaffe. Mal sehen. Es gibt auf meinem Kanal seit Donnerstag auch ein Special-Video dazu, und zwar eine kleine Extra-Rezension und ein Gewinnspiel, wo man die neue Ausgabe einmal gewinnen kann und auch 2 Kinokarten. Ich verlinke euch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das Gewinnspiel einfach mal unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wer sich jetzt vielleicht für das Buch interessiert oder dann eben auch für den Film. Weiter ging es mit Ein Thron aus Knochen und Schatten von Laura Labers. Das ist der 2. Teil einer Trilogie, welche im Drachemond Verlag erschienen ist und mir auch von diesem zur Verfügung gestellt wurde. Es ist erschienen am 20. März diesen Jahres und der 3. Teil folgt dann, soweit ich es mitbekommen habe, im Sommer oder im Herbst. Das E-Book liegt bei 5 Euro, das Taschenbuch bei 15 und der 2. Teil hat 480 Seiten. Und mir hat hier schon der 1. Teil unglaublich gut gefallen. Ich war letztes Jahr schon ein großer Fan der Unwandelbar-Reihe von Laura Labers, das waren ja 5 Teile. Und ich habe auch den 1. Teil, Ein Käfig aus Rache und Blut, oder Blut und Rache, je nachdem, gelesen und verschlungen und packe euch die Bücherwoche zum 1. Teil auch einfach mal in die Infobox, denn über einen 2. Teil zu sprechen, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ohne dass man irgendwas vom 1. wegspoilert, aber so die Grundgeschichte kann man natürlich schon ein bisschen anreißen. Ja, wir haben hier Allison, eine junge Frau, die sehr, sehr jung ihre Eltern, ihre Familie verloren hat durch einen Dämonenanschlag und die bei ihrer Tante gelebt hat und von dieser zur Jägerin ausgebildet wurde.
wurde. Und eines Tages, ja, da wird Allison entführt. Und zwar vom Dämonenkönig Dorian. Und ja, dieser möchte ihr so ein bisschen die Welt hinter der Welt sozusagen zeigen und ihr auch zeigen, dass eben nicht alle Dämonen böse sind und eben auch nicht alle Menschen gut sind und eben, dass es da auch durchaus Zwischentöne in den Nuancen gibt. Sie wird von Garrus beschützt, bewacht, wie auch immer. Das ist der Sohn unseres Dämonenkönigs und zwischen den beiden, ja, da bahnt sich so ein bisschen eine liebevolle Feindschaft an, wollen wir es einfach mal so nennen. Und der zweite Teil greift im Grunde direkt nach den ersten an. Also man hat da das Gefühl, dass nicht viel dazwischen passiert ist, was ich persönlich immer gut finde und wichtig finde, dass man als Leser nicht das Gefühl hat, dass man etwas verpasst hat. Und diese erschaffene Dämonenwelt, diese ganze Welt, die Laura Labers erschaffen hat, fand ich schon im ersten Teil großartig. Ich finde, dass sie das wunderbar tiefgründig aufzeigt, dass sie uns da wirklich eine Welt präsentiert, die man dann eben auch vor Augen hat und dass da einem wirklich ein Film im Kopf abläuft. Und diese sprachliche Qualität mag ich unglaublich gerne bei Laura Labers. Das war bei der Unwandelbar-Reihe so und ist auf jeden Fall auch hier so und macht einfach unglaublichen Spaß, es zu lesen und hat mir wirklich Freude bereitet. Und auch der zweite Teil war im Grunde gefühlt noch besser als der erste und das mag wirklich was heißen, denn man hat bei Trilogien ja sehr oft leider den Fall, dass der zweite Teil etwas schwächer ist als der erste Teil und das hatte ich hier überhaupt nicht. Es gab unglaublich viele Wendungen, es ist unglaublich viel passiert und man hat wirklich das Gefühl, man rennt von einem ins andere, man bekommt ganz kurze Verschnaufpausen, die ich wichtig finde, aber es passiert so viel in der Story und man hat gar nicht das Gefühl, dass es ein zweiter Teil ist. Und das fand ich einfach großartig. Das hat sie unglaublich gut gemacht und hat mich wirklich von den ersten Seiten wieder mitgerissen bis zum Ende. Und diese 480 Seiten waren viel zu schnell zu Ende und enden dann auch noch mit einem sehr, sehr gemeinen Cliffhanger. Gefühlt mitten in der Szene ist die Story zu Ende. Und jetzt sitzt man da und wartet auf Teil 3 und hoffentlich, ja, dauert dieser nicht so lange, bis er dann erscheint, denn das wäre wirklich unglaublich gemein. Ja, eine tolle Geschichte, tolle Jugend-Fantasy, wie ich finde, wirklich großartig mit der Protagonistin, die ich super sympathisch finde. Ich mag Allison unglaublich gerne, ich mag Garrus, ja, Dämonensohn sehr, sehr gerne. Und ich mag eben auch einfach all die Dinge, die passieren, also dass da ein Hexenkönig zurückkehrt, wie unser Dorian agiert. Auch diese Nebencharaktere wirken überhaupt nicht blass, sondern sehr tiefgründig und man hat für alle gefühlt ein Gesicht vor Augen und das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Also das schafft Laura Labers wirklich großartig zu erzählen und es ist wirklich durchweg spannend erzählt, packend und hat mir wirklich Spaß gemacht. Also eine Geschichte, wie ich sie mir im Grunde im Jugendbuchgenre öfter wünschen würde, weil sie mich wirklich einfach mitgerissen hat und es ist wirklich eine tolle Fantasy, Urban Fantasy Geschichte, die ich wirklich jedem empfehlen kann, der so etwas einfach gerne liest. Und der sich vielleicht mit High Fantasy ein bisschen schwerer tut, ich denke, der kann hier da auf jeden Fall nichts falsch machen. Und diese Dämonenwelt ist einfach großartig gezeichnet und diese Unterschiede und ja, ganz, ganz großes Bücherkino hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Weiter ging es dann mit Water and Air von Laura Kneidel, ein Buch, das im Februar beim Carlsen Verlag erschienen ist, mir auch von diesem zur Verfügung gestellt wurde. Es hat 480 Seiten, kostet als Taschenbuch, wie ich es in Händen halte, 13 Euro und als E-Book 12 Euro und ist ein Buch, das mich durch den Klappentext unglaublich angesprochen hat, denn wir sind hier auch wieder so ein bisschen in einer jugenddystopischen Welt. Denn es gibt eben ja die Wasserkolonien, die Erde ist im Grunde verseucht und die Menschen sind ins Wasser geflüchtet. Doch erleben wir mit der Protagonistin Kenzie relativ schnell, dass das eben nicht alles ist, dass es eben auch Luftkolonien gibt und dann eben Menschen auch auf der Erde leben und dort eben auch schon Kolonien gegründet sind. Und man merkt recht schnell, dass diese Wasserkolonie, in die uns Kenzie einführt, nicht das Gelbe vom Ei ist, denn es gibt da zwar kein Geld und jeder kann alles haben, jeder muss sich aber auch in diese Gesellschaft einbringen. Und bei Kenzie ist etwas festgestellt worden, ja, was gegebenenfalls dazu führen könnte, dass sie verstoßen wird und dann eben eine Verstoßene ist und wer weiß, was da passiert. Und eigentlich möchte unsere selbstbewusste, starke, taffe Kenzie viel lieber Entdeckerin werden, wie ihr bester Freund Noel das im Grunde tut. Und eines Tages, als die Repräsentativen ja, die Wasserkolonie verlassen und zu ihren zukünftigen Kolonien reisen, ja, flüchtet Kenzie mit auf eine Luftkolonie und trifft dort direkt auf Callum.
und erfährt dann erst ein bisschen später, dass er doch ein relativ hohes Tier in dieser Luftkolonie ist. Und als dann aber in der Luftkolonie Morde passieren, wir einen ja sehr düsteren Gegenspieler kennenlernen und es tausend Fragen gefühlt gibt, ja, da müssen wir mit Kenzie einfach durch. Wir haben hier eine Geschichte, die nicht unbedingt das Neuartigste einer Jugenddystopie erzählt, aber es auf eine Weise macht, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Mir gefallen die Schauplätze, die wir hier haben, unglaublich gut. Ich mag die Wasserkolonien, ich mochte die Luftkolonie, ich mochte, wie uns diese Welt präsentiert wurde, dass das in wunderbaren Worten geschehen ist, dass man einfach mitgerissen wurde, dass man sich etwas vorstellen konnte, dass man Bilder im Kopf hatte, und das hat Laura Kneidl auf jeden Fall geschafft. Zudem hat sie tolle Charaktere erschaffen, die wirklich Spaß bringen, die man sympathisch findet, mit denen man mitfühlt, mit denen man mitgeht, und auch wenn sie manchmal etwas Unlogisches tun, und gerade Kenzie ist davon nicht so gefeit, ist es aber nicht so, dass man denkt, meine Güte, was ist das für eine komische, sondern man eher das glaubwürdig einfach hinnimmt und dass man eben merkt, man tut nicht immer etwas Logisches und auch gerade vielleicht als junge Frau einfach nicht und oder auch als junger Mann wie dann Callum, und ich fand das eigentlich sehr realistisch dargestellt, und das hat mir eigentlich in dieser Jugenddystopie am besten gefallen, dass man eben das Gefühl hat, mit diesen Gesellschaften, wie es auf diesen Kolonien ist, so etwas kann jederzeit in jeder Welt geschehen, egal ob es das ist, was im Grunde die Wasserkolonie ausmacht oder wie dann eben die Luftkolonie funktioniert und was passiert dann eben, wenn sich irgendwo Menschen nicht mehr wohlfühlen und eben meinen, ihr alleiniges Wohl steht über dem der anderen, oder eben wenn dann einer eben meint, das Allgemeinwohl steht über dem des Einzelnen, je nachdem von welcher Blickrichtung man eben guckt. Das fand ich wirklich sehr realistisch und toll dargestellt. Und ich glaube einfach, wenn man ja Jugendbücher gerne liest und auch Dystopien gerne liest, dann ist man bei Water and Air auf jeden Fall auch gut aufgehoben. Denn die Liebesgeschichte, die sich darin so ein bisschen entwickelt, die ist wirklich nur am Rande. Und sie ist auch ja eigentlich sehr schön gezeichnet. Es gab so den Moment, wo ich eigentlich schon dachte, Steffi, jetzt kommt gleich ein Augenrollmoment, in dem eben Kenzie mitten im Chaos sitzt und dann eben ja, sich ihren Ausersehnen sozusagen einmal nackt vorstellt. Und ich dachte schon, genau, sie sitzt jetzt hier in ihrem Chaos, es passieren Morde und sonstigem und sie hat nur diesen einen Gedanken. Ja, so denke dann ich. Und das Lustige war, was mir echt gut gefallen ist, dass das Kenzie das im Grunde ausgesprochen hat. Und dann so gesagt hat, ja, jetzt sitze ich hier im Chaos, nicht ganz wortwörtlich, aber ne, so in die Richtung. Und wie kann ich darüber jetzt nachdenken? Und ich musste dabei so lachen. Ich habe mich als Leser dabei so ertappt gefühlt und fand das einfach so toll. Und das hat mir, also es ist an sich nichts Lustiges, es ist keine lustige Geschichte, aber es gab eben so diesen ein oder anderen Moment, wo ich doch ja mitlachen musste über die Gedanken von Kenzie, und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja genau, sie hat verstanden, dass es gerade sehr unangebracht ist, aber es halt jetzt so ist, ne? Ich meine, man kann ja, seine Gedanken sind ja frei und man kann seine Gedanken ja auch nicht immer unter Kontrolle führen, und ich fand es aber sehr, also mir hat es gut gefallen, so dieses Augenzwinkern, und es war eine wirklich schöne Jugendbuchdystopie, die mir sehr, sehr gefallen hat, die Spaß gemacht hat. Leider war sie dann ab der Mitte doch nicht mehr sehr vorhersehbar. Man hat schnell gemerkt, in welche Richtung es geht. Es war wenig überraschend. Es war dennoch gut geschrieben. Es war ein solides Buch, würde ich es nennen, ganz positiv. Aber es war halt wirklich so, dass ich mir mehr gewünscht hätte an Überraschungen, dass es nicht so offensichtlich gewesen wäre, dass auch die Hintergründe, das, was da passiert, nicht ganz so einfach gestrickt sind, sondern man so ein bisschen, noch so ein bisschen mehr im Grunde an Fantasie reingesteckt hätte. Und das hätte mir wirklich, und auch der Geschichte, finde ich, mehr gut getan. Und das fand ich wirklich so ein bisschen schade. Also wenn man dann eben nach 250 Seiten da sitzt und denkt, naja, das ist der und aus den Gründen macht er das, und dann versucht die Geschichte noch so ein bisschen einen auf eine andere Fährte zu lenken, aber schafft es nicht, einen davon zu überzeugen, sondern das Ende endet dann genauso. Das fand ich ein bisschen schade, und das, es ist ein Einzelband, was dann wiederum ein großer Vorteil ist, wie ich finde. Man könnte theoretisch hinten nach vielleicht noch eine Geschichte packen, aber an sich ist die Geschichte jetzt abgeschlossen, was ich auch mal sehr schön finde, dass es eben so ist. Und mir hat die Geschichte Spaß gemacht, sie hat mich unterhalten, keine Frage, aber es ist jetzt nichts komplett Neuartiges oder was mich in der Jugenddystopie komplett überrascht hat. Also ja, es war okay, es war gut, es hat mich unterhalten, was ich wichtig finde bei Büchern, aber mehr halt leider auch nicht. Aber dennoch ein gutes Buch, was wirklich, wenn man Jugendbuch-Dystopien mag, wirklich auch lesenswert ist und empfehlenswert. Und dann kommen wir zu einem Buch, ja, ja, Paper Princess.
von Aaron Watt, Die Versuchung. Das Büchlein ist bei mir eingezogen, dank der lieben Sandra. Viele Grüße an dich. Wir hatten uns auf der Leipziger Buchmesse über das Cover unterhalten, ich nenne es jetzt einfach mal so. Und ja, irgendwie muss ich ehrlich gestehen, wäre es kein Buch gewesen, da es ja dem New Adult Genre zugeteilt wird, was ich gedacht habe, dass ich es lese. Dennoch muss ich ehrlich sagen, haben mich die kontroversen Diskussionen über dieses Buch doch ein bisschen zum Nachdenken gebracht, denn dieses Buch wird unglaublich heiß diskutiert. Es gibt die Menschen, die davon schwärmen, die es hypen, die dem Buch 5 Sterne geben und es als das beste Buch des Jahres feiern. Und es gibt die, die sich unglaublich darüber aufregen, was in diesem Buch alles geschieht, wie frauenfeindlich dieses Buch ist, wie viel Gewalt verherrlicht wird und der Drogenkonsum und was diese 5 Kerle da eigentlich alles treiben und die das einfach schlecht finden und sich fragen, warum Frauen auf diesen Bad Boys stehen und was in unserer Gesellschaft falsch läuft und warum dieses Buch nicht am besten einfach verboten gehört. Ich habe in manche dieser Blogbeiträge sogar was vom Bücherverbrennen gehört und da dachte ich mir, okay, wenn ein Buch die Gemüter, egal in welche Richtung, so erhitzt, ist das im Grunde für mich wie auch bei anderen Büchern. Man mag zum Beispiel einen Hollaback nennen, der ja auch sehr kontrovers diskutiert wird als Beispiel, wo ich mir auch mein eigenes Bild mache, oder auch eine Julie C., die durchaus auch nicht immer so die Gemüter in eine Richtung nur bewegt. Und da bin ich genauso neugierig, ganz egal, welche Genre es anbelangt. Und so war ich es tatsächlich bei Aaron Watt auch. Ja, das Buch hat 384 Seiten, ist der erste Teil einer Trilogie, wo aktuell auch schon alle 3 Teile rausgekommen sind. Ich glaube, es kam monatlich jeweils ein Buch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und im Mai das dritte. Und das zweite war dann Paper Prince, das Verlangen, und der dritte Teil Paper Palace und Die Verführung. Und die anderen Cover sind durchaus für mich persönlich ein bisschen ansprechender, wie es beim ersten Teil der Fall ist. Ja, die broschierte Ausgabe kostet 13 Euro, das E-Book gibt es schon für 10. Und es ist, wie gesagt, dem New Adult Genre zuzuordnen und es ist im Piper Verlag erschienen und auch die anderen Teile natürlich. Und ja, ich weiß gar nicht, ob man so viel zum Inhalt noch erzählen muss. Ich glaube, das Buch ist an sich ja eigentlich schon fast tot diskutiert. Aber wir haben hier eben die 17-jährige Ella, die ihre Mutter verloren hat und sich allein durch ihr Leben durchschlägt. Ihr Vater, ja, der wird mal nett tätowiert als der Typ, der ihr im Grunde eine Armbanduhr hinterlassen hat und halt das Sperma, aus dem sie ist. Das war, glaube ich, so auf der ersten Seite, wo ich gleich dachte, hier bin ich richtig, war so mein erster Eindruck und, oder eben auch nicht, aber je nachdem. Und ja, eines Tages wird sie in den Raum des Direktors gebracht und dort wird ihr neuer Vormund vorgestellt, Callum. Faszinierend, dass beide Typen gerade in den 2 letzten Büchern von mir gleich heißen, hat mich doch anfangs ein bisschen irritiert. Denn der Callum aus Water and Air war halt so ganz anders als Callum Royal, der beste Freund von ihrem Vater, Erzeuger eben war und der sie eben mitnimmt zu sich in die Riesenvilla und zu seinen 5 Söhnen, die hier auch wunderbar noch als Schattenspiel sozusagen dargestellt werden. Und bei diesen 5 Söhnen handelt es sich irgendwie um Zwillinge und 3 andere Jungs im ähnlichen Alter. Ich hatte keinen Durchblick, wer da so richtig was ist. Ella hat vorher als Stripperin gearbeitet und sich so ihren Lebensunterhalt irgendwie verdient und bekommt jetzt eben von Callum Kohle hinterhergeworfen, wird da in die Society mit eingeführt und ist da an der Highschool und streitet sich anfangs mit ihren Stiefbrüdern, insofern wir das so nennen möchten. Und auch wenn Callum als Ziehvater versucht, so das Beste für sie zu wollen, schafft er es doch nicht, seine Söhne so recht unter Kontrolle zu haben. Und sie eben so ein bisschen heiße Gefühle für ihre neuen Brüder. Also, sie sind ja zum Glück nicht blutsverwandt und es sind auch keine Stiefgeschwister. Ne? Das ist ja alles ein bisschen züchtiger, als man es sich vielleicht vorstellen möchte. Als sie dann eben da so ein bisschen Gefühle empfindet und da so in einen Tumult der Gefühle gerät, geht im Grunde das typische, für mich typische New Adult ein wenig los. Und ich muss ehrlich sagen, es hat mich irgendwie unterhalten. Ja, ich gebe das absolut offen zu. Ich verstehe tatsächlich nicht diese Diskussion um dieses Buch, denn es ist tatsächlich nur ein Buch. Es ist für mich wunderbarste High Fantasy, wenn man so möchte. Natürlich könnte man jetzt sagen, Steffi, das spielt doch in unserer Welt, das sind doch Menschen.
Aber Leute, das ist so unlogisch, was in dieser Geschichte passiert. Es passiert Ella so viel, dass ich denke, das reicht für 20 Menschenleben. Und allein diese 5 Brüder, die alle heiß aussehen und auch Callum mit seinen Anfang 40, der sieht so heiß aus und alle sind heiß und alle bringen ihr Herz und alle anderen Körperteile zum Pochen und das ist einfach so unrealistisch, dass ich gar nicht verstehe, wie man das Buch eigentlich ernst nehmen kann. Denn es ist eben einfach Unterhaltungsliteratur. Es ist für mich feinste Fantasy mit Szenen, über die ich unglaublich gelacht habe. Sie sollten wahrscheinlich nicht komisch sein, aber ich habe gelacht. Und ich finde, wenn ein Buch Emotionen bei mir auslöst, egal ob ich weine oder lache, dann hat es irgendwie einen Unterhaltungswert. Und ich verstehe diese ganze Aufregung über dieses Buch nicht. Natürlich muss ich ehrlich sagen, ich würde es meiner 12-jährigen Tochter, wenn ich eine hätte, es nicht in die Hand drücken. Bin ich ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre jetzt auch niemand, der 14-jährigen... dieses Buch in die Hand gibt und sagt, so funktioniert das Leben, das ist ein Ratgeber, halte dich daran. Das ist totaler Quatsch. Dann dürfte man aber auch keinem Kind einen Krimi anschauen lassen, man dürfte keinen Thriller dem Kind in die Hand geben, selbst High Fantasy, in dem gemordet und gemetzelt wird, darüber dürfte man gar nicht nachdenken. Man dürfte ja noch nicht mal im Grunde vielleicht sogar 16-Jährigen, weil Game of Thrones ist ab 16, selbst da müsste man überlegen, ist die Gewalt, die da drin dargestellt wird, überhaupt was für einen 16-Jährigen. Ich meine, da tut man sich schon mit über 30 schwer, wie mag es da einem 16-Jährigen gehen? Man könnte sich all das fragen, man könnte sich bei Filmen aller Art fragen, ob das in Ordnung ist, dürften Kinder da Nachrichten schauen? Also ich finde, man sollte einfach kontrolliert natürlich gucken, was lesen Kinder, was lesen Jugendliche. Ich glaube, wenn hier ein 15-, 16-jähriges Mädel dazu greift, weiß, es ist ein Buch, dann ist das auch absolut in Ordnung. Und im Gegenteil muss ich ehrlich sagen, dass mich unglaublich wundert, dass nur darüber gesprochen wird, wie Ella von den Brüdern da im Grunde behandelt wird und auch von diesem anderen Typ, der sie da noch irgendwie unter Drogen setzt und so etwas gibt es ja. Es ist ja gar keine Frage, dass das alles unrealistisch ist. Es ist halt nur sehr unrealistisch, dass das alles ihr passiert. Dass es an Schulen so etwas gibt, dass es K.O.-Tropfen gibt, das hören wir jeden Tag in den Nachrichten, dass irgendwelche Mädels abgeschleppt wurden aus der Disco, weil sie K.O.-Tropfen bekommen haben und die Typen irgendwas machen. Leute, das gibt es auf der Welt und ich weiß nicht, wo alle leben. Und glauben, dass das so total unrealistisch ist. Das ist so. Das ist natürlich alles einer Person innerhalb von 3 Wochen passiert. Das ist einfach unrealistisch. Aber alles andere passiert auf unserer Welt. Und auch, dass es da eben einfach Typen gibt, die sich scheiße benehmen, das gibt es. Und dass sich Mädels scheiße benehmen, das gibt es auch. Und Ella ist jetzt ja auch kein Engel. Ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich schockiert, warum immer nur darüber gesprochen wird, wie scheiße die Typen sie behandeln. Ich meine, sie ist auch nicht viel besser. Also sie knallt den Typen regelmäßig mal eine, sie geht los auf die, sie knebelt die und fesselt die und macht allerlei Dinge. Und ich denke mir so, hallo? Also nicht, dass mir jetzt einer dieser Typen wirklich unglaublich leid getan hat, aber ich meine, sie ist auch nicht besser. Und wir sind hier, glaube ich, einfach bei so einer Menschengruppe angelangt, denen das irgendwie wurscht ist. Die eben, ich würde jetzt sagen, jetzt nicht unbedingt assi, das ist das falsche Wort, denn wir sind ja hier in der High Society angelangt, aber die eben einfach eine andere Art von Lebensstil haben. Und ich glaube, das ist gar nicht so weit weg. Und ich kam mir so ein bisschen vor wie bei Gossip Girl. Jeder schläft mit jedem, jeder findet jeden heiß, dann am nächsten Tag wird sich gestritten. Es war so ein bisschen, ja, vielleicht Sex and the City für Jugendliche. Ich weiß es nicht so richtig. Es hat mich irgendwie unterhalten, es hat mich zum Lachen gebracht. Ich habe an vielen Stellen mit den Augen gerollt, gar keine Frage, weil mir doch manches einfach zu überdreht vorkam. Aber als ich es akzeptiert habe, dass diese Geschichte so ist und dass sie für mich eben einfach Fantasy zum Lachen ist, war das irgendwie in Ordnung. Und ich verstehe, warum man dieses Buch gut findet. Also, ob ich jetzt wirklich ein Hype-Buch mit 5 Sternen daraus mache, würde ich jetzt bezweifeln. Das ist wirklich sowas, wo ich denke, okay, ja, aber es tut doch keinem weh. Wenn das Buch von jemandem gut gefunden wird und der das liebt und die Reihe verschlingt, ich meine, es hat Suchtpotenzial, gar keine Frage. Ich habe dieses Buch an einem Tag durchgelesen und war dann selbst überrascht, wie ratzfatz die ersten 100, die nächsten 200, die nächsten 300 und dann 80 Cent. Es war ratzfatz weg und ich habe viel gelacht.
Und ich finde, wenn mich ein Buch zum Lachen bringt, dann kann es nicht ganz so verkehrt sein. Es ist natürlich keine Komödie, es ist mir schon klar. Und jetzt kann mich auch jeder steinigen, der sagt, Steffi, das war überhaupt nicht lustig. Aber ich verstehe einfach die Aufregung nicht. Ich verstehe nicht, warum man die Leser dieser Bücher so zerreißt, warum man all die, die es gut finden, so durch den Kakao zieht, wo ich mir so denke, man dürfte doch nichts mehr lesen. Was sagt man denn dann, wenn ich einen Stephen King gut finde, in dem auch mal gemetzelt wird, in dem ein Clown Kinder quält? Was denkt man denn da über mich? Ich bin doch auch nicht losgerannt und habe einen auf Clown gemacht. Also ich habe immer mal Luftballons hier, aber versteht ihr, wie ich meine? Das ist so eine zweischneidige Diskussion, wie auch die Geschichte unglaublich viele Doppelmoralfehler hat. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Charaktere da drin handeln total unlogisch und was heute okay ist, ist es morgen nicht mehr, beziehungsweise bei der einen ist es gut, beim anderen nicht. Und also darüber kann man sich ja auslassen. Man kann sich auch noch fragen, warum sowas im Grunde überhaupt ins Verlagswesen kommt. Aber es ist einfach so. Es ist aktuell einfach Trend, dieses New Adult. Und die Kuh wird eben einfach gemolken, bis es in 2 Jahren keinen mehr interessiert, wenn überhaupt so lange. Und es hat einfach Spaß gemacht. Also es war lustig, es hat mich unterhalten. Ich konnte oft genug mit den Augen rollen. Und irgendwie dachte ich mir, geil, zum Glück ist mein Leben nicht so. Und ich finde, auch das muss ein Buch einfach aussagen dürfen. Und es war aber nicht schlecht. Also das ist, was mich selbst überrascht. Und ich einfach nicht verstehe, warum es diese Verfolgung auf diese Fans dieser Bücher gibt. Und das muss für meinen Geschmack jetzt auch einfach mal gesagt werden. Und ich finde das einfach unglaublich schade, dass man so da hinterherhetzt. Und ich kann es nicht verstehen. Und ich kann natürlich auch nicht verstehen, vielleicht, warum sich hier auf einmal diese ganzen Emanzen darüber aufregen. Es ist doch nur eine Geschichte. Es heißt doch nicht, dass sich die Frauen, die diese Bücher toll finden, so behandeln lassen von den Typen. Also das ist doch, warum? Ich meine, ich renne doch auch nicht mit einem Schwert durch meinen Garten und spiele Herr der Ringe nach. Also das ist doch, das verstehe ich einfach nicht. Bei keinem Genre habe ich das Gefühl, dass so kontrovers diskutiert wird wie bei New Adult. Und ich frage mich, warum man nicht einfach die Kirche im Dorf lässt, es als Literatur sieht und das ist es eben einfach und einfach hinnimmt, dass es eben Leute gibt, die das gut finden. Ich meine, es ist doch nichts Verwerfliches da drin. Also theoretisch, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Also es passiert doch alles mehr oder weniger freiwillig und es ist nur eine Geschichte, die keinem Menschen in diesem Ausmaße passiert, wie sie Ella passiert. Und dass auch kein Mensch merkt, dass eine 17-Jährige einen Ausweis von einer 34-Jährigen hat, das ist ja... Also es gibt einfach so Dinge, wo ich denke, wer da mal ordentlich drüber nachdenkt, der wird merken, dass es einfach nur eine Story ist, die nicht unbedingt gut ist. Also von diesen vielen Dingen, die passieren, und man gefühlt hat, dass auf jeder 30. Seite irgendwas Neues passieren musste. Aber es ist eine Story, die einen unterhält, die gut geschrieben ist, die sich weglesen lässt. Und wie gesagt, ich konnte einige Male herzhaft darüber lachen. Und das ist doch für mich auch absolut okay. Und man sollte einfach aufhören, immer die irgendwas gut finden, was man selbst nicht gut findet, immer so zu verurteilen. Denn ich finde, das hat in der Gesellschaft einfach überhaupt keinen Platz. Und es geht hier nur um Bücher oder von mir aus auch noch um Filme. Und jeder kann doch einfach machen, was er möchte. Solange es nicht in eine radikale Richtung geht, würde jetzt jemand irgendein Buch von irgendwas politisch nicht korrekten hypen, würde ich auch sagen, darüber müsste man mal nachdenken. Aber Leute, das ist ein Jugendbuch, in dem es eben auch immer mal um sexuelle Gedanken geht und irgendwelche Arschlöcher sich benehmen wie Idioten und auch sie jetzt nicht unbedingt die perfekteste Jugendliche ist. Und es irgendwie lustig ist. Also was sollte man sich darüber so aufregen? Und das ist es einfach nicht wert. Es war okay, ich habe es gern gelesen, es ist faszinierend, es fasziniert mich selbst. Aber ich verstehe diese ganzen Diskussionen darüber nicht. Gar nicht. Also das, ja, dieser Zerriss und diese Diskussionen über die dummen Leser, die es da scheinbar gibt, die das gut finden, zu denen ich mich jetzt einfach auch zähle, verstehe ich einfach nicht. Und vielleicht sollte man einfach mal, ja, irgendwie einen Gang rausnehmen und mal durchatmen und ja, Märchen von den Brüdern Grimm lesen, die, glaube ich, an Brutalität um einiges härter sind als Paper Princess. Für die nächste Woche geplant sind meine Neuzugänge, die größer ausgefallen sind, als ich es geahnt hatte. Es kommt davon, wenn man nicht immer
die Statistik direkt so einträgt, sondern sich irgendwo Zettel hinmacht und dann nachträgt und einen dann fast der Schlag trifft. Und es wird mal einen Büchermonat geben. Beide schon gedreht, habe ich im Urlaub jetzt gemacht. Und wenn ich einfach einen Tag hatte, wo ich Lust hatte, man braucht da ja auch einfach Lust zu und auch den Kopf ein bisschen freier. Und ja, das kommt auf jeden Fall diese Woche. Guckt gerne mal in die Infobox, wenn ihr noch zum Gewinnspiel wollt. Das läuft ja noch eine Woche. Und ja, ansonsten findet ihr natürlich auch die Bücher und die Infos dazu dann auch auf jeden Fall unten in der Infobox. Und ja, das war's nun auch schon von mir und meinen Büchern. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Bücherwoche. Vielleicht kanntet ihr ja das ein oder andere Buch schon und wollt vielleicht auch ein bisschen darüber sprechen. Vielleicht gerade auch über Paper Princess, wie ihr das so seht, dass solche Bücher immer so heiß diskutiert werden und auch so kontrovers. Würde ich mich auch mega freuen, wenn wir da sachlich einfach drüber sprechen könnten in den Kommentaren. Und ich wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.